Ich möchte mir natürlich jetzt einmal vorstellen, wer ich überhaupt bin, nämlich für alle, die nicht meinen Weg persönlich begleiten konnten, damit ihr überhaupt einmal wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ja, also ich bin die Barbara und ich bin im wunderschönen Mostviertel in Österreich aufgewachsen, das sechste Kind, recht bescheiden auf einem Biobauernhof. Meine Mutter hat Stutenmilch produziert. Das heißt, dieses Gesundheitsthema ist mir einfach auch schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, sage ich jetzt einmal so. Und bin heute von Beruf Vital- und Ernährungscoach spezialisiert auf innere Körperreinigung und Darmreinigung und bin zu meinem heutigen Beruf einfach auch deswegen gekommen, aufgrund meiner Vergangenheit, meiner Geschichte, meines Leidensweges, kann man jetzt auch so sagen, ja. Und weil ich bin nach der Matura nach Wien zum Studieren gegangen, habe aber gleich mal gemerkt, das ist überhaupt noch nichts für mich. Ich bin kopfmäßig mit 19 Jahren überhaupt noch nicht so weit gewesen. Bin dann ins Ausland, ja, nach Italien und nach England, hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich zu arbeiten begonnen, weil ich einfach reisen wollte, selbstständig, mich nicht mehr mit meinen Eltern bezüglich Geld austauschen, für was ich was wann brauche, ja. Kennt vielleicht der eine oder andere. Und habe dann eben in der Eventbranche im Personalbereich begonnen zu arbeiten, was mir irrsinnig taugt hat. Da bin ich total aufgegangen. Da habe ich eben so viel reisen können, habe mit Menschen gearbeitet, war einfach im Organisieren, habe Mords gschachteln können. Ja, also jeder, der mich kennt, das ist mal, das bin ich. Ja, sobald ich irgendwie organisieren und planen und tun und machen kann, dann gehe ich auf. Ja, das ist meins. Ja, ich bin einfach extrem kommunikativ und aber trotzdem auch ein Mensch, der total viel Ruhe und Stille möchte oder braucht. Ja, vielleicht, weil ich einfach auch so aktiv und kommunikativ bin. Ja, und ich bin in diesem Job total aufgegangen, teilweise auch untergegangen oder einfach habe ich mich auch verloren, würde ich jetzt mal sagen. Ja, weil ich einfach total viel gearbeitet habe und viel Stress gehabt habe, sodass sich mein Körper dann irgendwann einmal gezeigt hat, so geht's nicht. Ja, der hat mir einfach Signale geschickt. Ja, ich habe Darmprobleme, also Verdauungsprobleme bekommen, ich habe Hautprobleme bekommen, Unverträglichkeiten und so weiter und so fort. Also einiges hat einfach nicht gepasst bei mir. Ich habe mich einfach unwohl gefühlt in meiner Haut. Ja, und so war es dann, dass ich mich da einfach mit mir zum Beschäftigen angefangen habe oder müssen, Gott sei Dank damals. Und habe einfach geschaut, was gilt es zum Loslassen, was muss sich verändern. Und habe dann damals meinen Job gekündigt, habe dann berufsbegleitend zu studieren begonnen, untertags oder am Vormittag bei einem Juwelier im Marketingbereich gearbeitet, was mich horizontmäßig total weitergebracht hat, aber zeitmäßig habe ich jetzt auch noch nicht so viel mehr Zeit gehabt. Ja. Da habe ich nur ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Ja, und körperlich habe ich natürlich nebenher immer wieder was gemacht, eben mit Fasten, innerer Reinigung, Entgiftung, Entschlacken, Entsäuern. Ja. All das habe mich laufend begleitet, mit Ärzten, mit Heilpraktikern, mit eigenem Wissensaufbau und irgendwann nach 3 Jahren, also den Weg, den ich euch da jetzt so erzähle, in kurzen Minuten hat bei mir 3 Jahre gedauert, was natürlich auch mühsam manchmal war für mich, nicht immer nur einfach. Aber diese innere Reinigung und dieses auf mich schauen, ja, hat mich wieder zu meinem Wohlbefinden und zu meiner Gesundheit zurückgebracht. Und das hat mir irrsinnig taugt und hat mich total glücklich gemacht. Ja. Und das hat mich berührt und aufgeweckt. Und das war dann auch so mit der Grund, warum ich dann nach dem Studium, ja, ich habe dann Jobangebote gehabt, die ich dann aber abgelehnt habe, weil es dann für mich an der Zeit war, einmal auf mein Herz zu hören. Ja. Einfach mal, was will ich denn jetzt? Ja, weil die Gesellschaft sagt uns ja, wir brauchen einen Job, eine Sicherheit, wir müssen Familien gründen, wir müssen das, das, das. Also da gibt es ja ein paar so gesellschaftliche, ungeschriebene Gesetze. Und das war dann Anfang 30 für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt das tun, was ich mir denke. Ja, und habe das dann damals entschieden und mittlerweile 5 Jahre bin ich selbstständig und wie seht, immer nur mit Freude und mit Herz dabei. Und mittlerweile nenne ich mich einfach auch irgendwie Mutmacherin, weil ich neben dem gesundheitlichen Aspekt Menschen auch helfe, wie sie einfach ihren Weg gehen können. Ja, und das mache ich entweder mental, ja, oder aber auch,
dass ich Ihnen einfach auch Methoden zeige, wie Sie Ihre eigene Selbstständigkeit noch unterstützen können, mit Werkzeugen, die ich habe, ja. Und das macht mir irrsinnig Spaß und das macht mir Freude und da geht mir mein Herz auf. Und das heißt, hier auf meinem Profil werdet ihr ja immer wieder neben privaten Sachen von mir, ja, ich teile gerne meine Gedanken, weil ich einfach der Meinung bin, wir müssen uns viel mehr austauschen, dass man mitkriegt, dass anderen Menschen auch so geht, ja, dass man nicht nur selber irgendwie manchmal schlechte Phasen oder gute Phasen hat, sondern dass einfach alles zum Leben gehört. Also das werdet ihr erleben. Ihr werdet immer wieder mal was über meinen Beruf lesen, und eben mich jetzt auch immer wieder mal live sehen. Ja, also wenn du Fragen hast zu mir, zu meinem Weg, dann meldest du dich, bist jederzeit herzlich willkommen und ansonsten freue ich mich, dass du da bist. Also, ciao, ciao!